und herzlich willkommen zum dritten Teil der Reihe EFT-Tutorial. Mein Name ist The Silence und ich muss euch leider gleich eine kleine Ankündigung machen. Und zwar hatte ich ja angekündigt, dass wir uns in diesem Teil mit dem Tanking beschäftigen werden. Mir ist eigentlich aufgefallen, dass es vielleicht ein bisschen ungünstig ist, ohne vorher eben mit euch die Grundlagen des Fittings durchgesprochen zu haben. Von daher beschäftigen wir uns mit diesem relativ kurzen Tutorial kurz einmal mit dem grundsätzlichen Fitting. Und danach gehen wir dann ins Tanking. Es wird dann eine Folge geben, die sich einmal grundsätzlich mit den verschiedenen Tanking-Arten beschäftigt. Da werden wir grundsätzlich Armor- und Schild-Tank durchsprechen und dann ganz kurz einmal anreißen den Struktur- und den Speed- oder Signatur-Tank. Und dann werden wir in fortlaufenden Tutorials dann einmal ein Tutorial haben für Armor-Tank, eines für Schild-Tank und auch eines dann gemischt allerdings für Struktur- und für Signatur-Tank. Gut, fangen wir an mit unserem Fitter. Wir haben, wie gesagt, ja bisher immer mit der Reaper gearbeitet. Und wir schauen uns jetzt einmal an, wenn wir diese Reaper ausrüsten wollten, diese 6 Slots, die wir zur Verfügung haben, wie würden wir da vorgehen? Wir nehmen einfach an, ihr wisst soweit schon, was da drauf soll. Weil alles andere wäre jetzt sinnvoll, sinnlos. Es geht wirklich nur darum, wie würden wir es machen. Wir suchen uns hier oben im Fenster, in diesem Suchfenster hier, das Modul raus, das wir suchen. Zum Beispiel ein Gyro-Stabilizer 1. Das ist ein Modul, das erhöht den Schaden. Dann suchen wir uns das raus, machen hier einen Doppelklick drauf und es wird automatisch auf den passenden Slot draufgeschraubt. Wenn wir jetzt später feststellen, wir haben schon andere Module durchgeguckt und so weiter und wollen wieder diesen Gyro-Stabilizer haben, um zum Beispiel zu gucken, ob wir nicht ein besseres Modul verwenden können oder um ein zweites drauf zu bauen, müssen wir hier nicht unbedingt danach suchen an der Seite. Wir können einfach hier auf dieses Modul, Open Market Group, mit einem Rechtsklick, also einen Rechtsklick drauf machen und dann Open Market Group wählen und dann kommen wir wieder in diese Gruppe. Das ist ein Trick, der spart euch sehr viel Zeit. Rechtsklick, Open Market Group, rums. Oder aber, wenn wir tatsächlich diesen Euro-Stabilizer nur auch auf diesen Slot machen wollen, dann drücken wir damit rechts drauf, mit der rechten Maustaste und ziehen den nach hier unten. Und wenn wir dann loslassen, bekommen wir Move, Copy oder Swap angegeben. Move bewegt das aktuelle Modul an dieser Stelle und löscht aber das, was da ursprünglich war. Heißt, wenn wir hier jetzt zum Beispiel tatsächlich mal nehmen wir zum Beispiel ein Power Diagnostic System haben, dann würde uns das Move einfach das Modul hier hin moven und das alte löschen. So. Jetzt haben wir das Power Diagnostic System oben. Das Swap vertauscht die beiden Module. Und das Copy kopiert also den Gyro-Stabilizer dann noch einmal hin. Also mit Rechtsklick und ziehen können wir Module kopieren, austauschen oder ersetzen. Das sind sehr wichtige Funktionen, das Open Market Group und halt dieses Rechtsklick gedrückt halten. Weiterhin können wir natürlich, wie ich euch schon im vorherigen Tutorial gezeigt habe, Rechtsklick, Show Modulinfo, da auch noch so ein paar Infos bekommen und Rechtsklick Remove entfernt das Item. Das tut allerdings auch ein Doppelklick. So, also wir wollen Gyro Stabilizer drauf haben, nicht unbedingt die 2, nehmen wir die T1er. Und sagen, wir wollen Waffen drauf haben. Und zwar was für Waffen? Unsere Reaper soll so richtig schön prollig werden. Wir wollen da gerne Artilleriekanonen drauf haben. Dann können wir hier oben einfach mal nach Artillerie suchen und finden einige Module, die mit ART geschrieben werden. Also ART ist zu kurz. Artillery. So, und dann sehen wir schon, da gibt es mehrere Module mit dem Teil Artillery, auch in verschiedenen Größen. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, welche Größe da jetzt passt, also wir müssen ja kleine Waffen nehmen, der Power Grid gibt euch da immer einen recht guten Indikator. Ein bis maximal zweistellig ist klein, dreistellig ist Medium, manchmal ist auch hohe zweistellige noch Medium. Dreistellig oder vierstellig, wie wir es hier dann haben, ist auf jeden Fall Large. Und diese extrem langen sechsstelligen Werte sind X-Large, das ist für Capital Ships.
Ja? Richtet euch da bitte nicht nach der CPU, das ist verwirrend. Immer bei Waffen nach dem Power Grid gehen. Also, wir nehmen unsere kleine Artillerie, oh, gleich die T2 genommen, das ist Gewohnheit, schrauben die drauf und haben hier jetzt wieder zusätzliche Angaben. Wir wissen, das hier ist unser Power Grid und das hier ist unsere CPU. Und hier haben wir Optimal 6 plus 11. Spielen wir jetzt hier 17 und 4 oder was soll das? Nein, das hier vorne ist unsere Optimal Range, also die Entfernung, in der wir sehr sicher treffen. Und das hier ist unsere Präzisionsreduktion, unsere Fall-off-Reichweite. Innerhalb der Summe dieser beiden Zahlen, also innerhalb von 19 Kilometern, treffen wir innerhalb dieses Bereichs mit maximalem Schaden. Je näher wir uns der Summe, also 19 Kilometer nähern, desto weniger wird der Schaden, desto geringer wird der Schaden. Desto höher wird auch die Wahrscheinlichkeit, dass man mal verfehlt. Alles darüber hinaus, bis zu einer Verdopplung, trifft, glaube ich, noch mit 50% und alles darüber hinaus geht sowieso ins Nirvana mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Von daher sind diese Werte sehr interessant für uns und wir können hier schon sehen, wenn wir hier mal einen Rechtsklick auf die Waffe machen und die Munition wechseln, die ja hier hinter steht. Und zwar nur für eine Waffe, indem wir eine Waffe markieren und hier zum Beispiel mal auf Carbonized Lead wechseln. Das ist eine Long-Range-Munition, dann ändert sich hier unsere Optimal Range für diese eine Waffe ganz extrem. Das liegt einfach daran, EMP ist eine Short-Range-Munition. Ja, die gibt uns schon 50% Abzug auf den Normalwert, während sich Carbonized Lead mit einem 60% Bonus bemerkbar macht. Und wenn wir also hier oben mal eine Munitionsart einfügen, die keinerlei Abzüge gibt, wie zum Beispiel, glaube ich, Titanium Sabot, genau, die hat keine Abzüge. Hoch. Auf die Reichweite, dann haben wir unsere Ursprungs-Optimal Range der Waffe 12 Kilometer. Das ist je nach Waffentyp unterschiedlich. Blaster haben zum Beispiel eine sehr, sehr, sehr kleine Optimal Range. Die haben sowieso eine sehr kleine Reichweite. Das ist praktisch, als würdet ihr mit Schrotflinten schießen. Dafür, wenn ihr trefft und wenn der Gegner da dran ist, machen die einen unglaublichen Schaden. Und das andere Extrem wären dann Railguns. Die haben eine sehr hohe Reichweite, aber dafür einen eher geringen Schaden. Gleiches gibt es bei Lasern. Eigentlich bei jeder Waffengattung gibt es eine Waffe für kurze Reichweite, eine Waffengattung. Das wäre bei Minmatar zum Beispiel die Autokanone. Und eine für lange, das ist die Artillerie in diesem Beispiel. Und wir sehen, da kommen wir wirklich auf recht hohe Werte. 30 Kilometer Reichweite mit so einer kleinen Waffe, das ist schon ganz extrem. Nur, wenn wir mal schauen, wir machen hier wieder unsere High-Damage-Munition rein. Und klicken hier vorne einmal diesen grünen Haken, damit ist die Waffe aus. Das heißt, unsere Berechnung hier unten, die ich in einem gesonderten Video am besten nochmal erkläre, obwohl nein, das hier ist ein globales Video, dann kann ich das auch hier machen. Die geht runter. Wenn ich das hier wieder hoch mache, anmache, geht sie wieder hoch. So, da haben wir einmal die Firepower in DPS, also Schaden pro Sekunde, Damage per Second. Wenn ich da drauf zeige, zeigt er mir Total und Turret an, weil wir auch immer zum Beispiel noch Drohnen mit dabei haben könnten. Deshalb unterscheidet er das ein bisschen. Und da sehen wir, es gibt einmal einen DPS-Wert und einen DPS-Wert mit Nachladezeit. Die Nachladezeit beträgt, wenn das Magazin leer geschossen ist, immer 10 Sekunden und reduziert einfach so den Durchschnittswert ein bisschen, wenn man das mit einrechnen will. Also das hier ist der Schaden, den wir pro Sekunde ausrichten, der DPS. Und das Modul jetzt mal angucken, sagt uns das hier, dass die Duration des Moduls 5,292 Sekunden beträgt. Das bedeutet, alle 5,292 Sekunden schießt diese Kanone. Und da kommt dieser Wert hier unten dann ins Spiel. Das ist der Volley-Schaden, der Salvenschaden. Also nicht runtergebrochen auf pro Sekunde, sondern wirklich pro Schuss. Wie viel Schaden mache ich pro Schuss? Der wird später in einigen Fällen interessant werden, dieser Volley-Schaden. Und der macht oft einen essentiellen Unterschied in der Auslegung. Heißt, wenn ich ein Schiff baue, das darauf ausgelegt ist, mit einem Schuss alles zu töten, dann ist mir der DPS egal. Wenn ich ein Schiff baue, das mit einem Schuss gar nicht so stark sein muss, sondern einfach nur lange draufhalten muss, dann ist uns der Volley Damage relativ egal.
Dann richten wir uns danach, was wir so über einen gewissen Zeitraum an Schaden machen. Ja, deshalb verzweifelt nicht, wenn euch jemand sagt, was weiß ich, ich mache 119 Damage und ihr guckt und seht hier 23. In-game ist nämlich, glaube ich, immer nur der DPS angegeben. Das kann einfach daran liegen, dass euer Volley-Schaden ein anderer ist. Das bedeutet, er gibt euch den Volley-Schaden und ihr vergleicht es mit eurem DPS. In diesem Fall, wenn das tatsächlich so ist, dass einer sagt, ich mache 120 Schaden und euch sagt im Fitter an sich, sagt er 23 DPS, dann tut euch selber den Gefallen. Macht euch die Modulinfo auf, könnt ihr auch ingame machen dann auf die Modulinfo, da steht auch eine Laufzeit. Und dann rechnet er mal einfach kurz nach. So 23 mal 5, da komme ich auch irgendwo auf 110, 115. Und da habt ihr auch mal noch so ein paar Nachkommazahlen. Also da immer darauf achten. Also, wir können hier, wie ich bereits beschrieben habe, die Skills für die verschiedenen Waffen oder für die Waffe ändern. Und zwar jeden Skill, der da irgendeinen Effekt drauf hat. Wir können aber auch die Munition ändern. Und ihr seht hier schon, es gibt nicht nur T1-Ammo, sondern wir können auch T2-Ammo wählen, wenn wir eine T2-Waffe gefittet haben. Aber es gibt Orbital Strike, es gibt jede Menge verschiedene Faction-Ammos und so weiter. Die werdet ihr alle auch im Markt finden. Meine Empfehlung ist, sobald ihr ein bisschen Finanzpuffer habt, macht es teilweise Sinn, auf Faction-Ammo zu wechseln. Die macht halt ein bisschen mehr Schaden. Wir können mal gucken. 23. 26. Die macht also tatsächlich 3 DPS mehr. Nur dadurch, dass ihr eine etwas teurere Munition wählt. Sie ist aber dafür halt ein ganzes Stück teurer, leider. Also, sobald ihr mal so, was weiß ich, 50 Millionen über habt oder so und merkt, Mensch, in den Missionen, das geht ein bisschen zäh, wenn ich denen ein bisschen mehr Schaden nur machen würde, dann kämen die nicht mehr dazu, sich zu reparieren oder so. Dann wechselt einfach auf Faction-Ammo. Das rechnet sich dann. So, jetzt schauen wir mal. Wir machen hiermit 26 DPS. Wenn wir auf die normale Ammo zurückwechseln, 23. Und wenn wir jetzt diese Waffe einschalten, die hat ja eine höhere Reichweite, dann sehen wir schon, es ist gewaltig viel weniger DPS, den diese Munition macht. Das heißt, wir haben Munition mit hoher Durchschlagskraft oder hohem Schaden auf kurze Reichweite. Und je höher unsere Reichweite wird, desto geringer wird der Schaden. Also auch da immer so ein bisschen das im Auge behalten. So, und dann haben wir natürlich noch Medium-Module, zum Beispiel Invo-Felder. Die kommen auf die Med-Slots. Auch hier wieder das Gleiche. Wir können sie einschalten und ausschalten. Oder ausschalten und einschalten. Was wir auch machen können, ist, wir können auf diesen Haken einen Rechtsklick machen. Damit aktivieren wir die Überhitzung des Moduls. Ein Modul, das überhitzt ist, nimmt mit der Zeit Schaden. Ja, wir haben hier irgendwo bum, haben wir die HP dieses Moduls stehen. Finde ich jetzt gerade nicht, aber sie stehen hier irgendwo. Und langsam aber sicher nehmen sie Schaden. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Überhitzen tut man im Spiel immer nur in Notsituationen eigentlich. Oder wenn man jetzt wirklich gerade da durch muss. Oder wenn man merkt, man stirbt, wenn man jetzt nicht seinen Schildbooster überhitzt, damit er ein bisschen mehr Leistung bringt. Wie gesagt, je mehr, oder wenn wir überhitzen, dann macht das Modul das nur eine Zeit mit. Und das ist hier auch immer nur ein Schätzwert. Das hängt immer von euren Skills ab. Es wird jedes Mal praktisch per Zufall berechnet, wird jetzt Schaden genommen oder nicht. Also man kann nicht genau sagen, 5 Minuten, 30 Sekunden, sondern es können auch noch 5 Minuten sein oder auch nur, oder können auch 7 werden. Und wenn wir dieses Modul jetzt mal kopieren, die Hitze, die diese Module absondern, die wirkt sich auf benachbarte Module aus. Das heißt, zwei Module zu überhitzen, reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass diese Module lange überleben, gewaltig. Also wenn ihr das habt und hättet drei Slots, lasst dazwischen einen frei oder nehmt da ein Modul hin, das ihr nicht überhitzen wollt, das ein bisschen Wärme absorbieren kann. Auch das wird tatsächlich hier berechnet. Also wir kennen jetzt die drei wichtigen Punkte. Eingeschaltet, ausgeschaltet und überhitzt. Im PvE würde ich vom Überhitzen sowieso erstmal die Finger lassen. Und wir kennen mal so einen grundsätzlichen Überblick hier über die Übersicht. Wir wissen, wie man Charges oder Ladungen wechselt. Wir wissen, wie man Module sucht. Wir wissen auch, wie man Module hier schnell wiederfindet. Wir wissen, was unser Rechtsklick bewirkt, wenn wir es irgendwo hinziehen. Ich denke, das ist erstmal so, was das grobe Fitten angeht, alles. Wie gesagt, auf diese Werte können wir später noch sehr viel genauer eingehen. Zum Beispiel auf diese beiden Werte. Wieso stehen da zwei Zahlen dran und wieso sind die gleich? Zumindest, wieso sind sie jetzt gleich?
Warum schreibt man da nicht einfach einen Wert dran? Damit beschäftigen wir uns dann im Schild-Tanking-Tutorial oder im Armor-Tanking-Tutorial. Wenn wir das Ganze hier auf Armor umschalten, gibt es auch zwei Werte. Ich habe euch jetzt erstmal so einen groben Überblick gegeben und wir werden dann jetzt gleich uns wiedersehen im ersten Tanking-Tutorial, das sich mit dem Armor-Tank beschäftigt. Vielen Dank für euer Interesse. Fragen und Anregungen bitte einfach unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat oder absolut nicht gefallen hat, dann notfalls einen Daumen runter. Kann ich auch mitleben. Und wir sehen uns im nächsten Tutorial. Bis gleich!